Ja, guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Wir versuchen mal mit der Kombination von verschiedenen Teilen einen effizienten Signal, Hochfrequenz, RF-Signalgenerator zu machen, der von minus 140 dB bis plus 15 dB funktioniert. Und das bei einer Frequenzbandbreite von bis zu einem Gigahertz ist kein Problem. Dazu haben wir Folgendes gemacht. Ich habe hier einen RF-Verstärker, 20 dB Bandbreite bis 4 GHz. Dann habe ich einen Power Divider, nicht ganz hochwertig, der hat etwa 5 dB Verlust. Man wird das dann ganz gut sehen. Dann habe ich am Anschluss daran habe ich einen Powerhead, also einen Messkopf von SV1AFN, einen Messkopf, der mir die Watt, die dBs misst. Dann habe ich einen Rotary Attenuator angeschlossen, mit dem ich dämpfen kann von 0 bis 110 dB in 1 dB Schritten. Und dann der Spektrumanalyzer, den wir dann auch noch genauer sehen werden, wo ich genau die dBs ablesen kann. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann die dBs ablesen auf dem Spektrumanalyzer und ich kann sie ablesen hier auf dem Multimeter als Volt per dB. Das heißt, der Powerhead gibt mir eine Volts aus, 21 mV pro dB Ausgangsleistung. Wir werden dann die Kurve genau sehen, wie wir dann auch wieder auf dB kommen. Mit dieser Konfiguration können wir jetzt eigentlich einen leistungsfähigen RF-Generator machen. Ich benutze dazu den Spektrumanalyzer, den Tracking Generator. Der Tracking Generator ist auf 200 MHz Zentrumsfrequenz eingestellt. Und dort kann ich den Ausgang regeln von 0 dB bis minus 20 dB, wiederum dann eben um 20 dB verstärkt. Und dann können wir schauen, was wir da erreichen können. In einer ersten Phase, wir sehen hier den Spektrumanalyzer, sehen wir die Ausgangslage. Ich habe die 200 MHz Zentrumsfrequenz. Ich habe da gemacht, dass wir eine Linie erhalten mit der aktuellen Ausgangsleistung, die ist bei 15,8 dB. Die 15,8 dB ist jetzt eine virtuelle Nulllinie, wenn Sie so wollen. Es ist plus 15,8 dB. Das resultiert aus eigentlich 0 dB Ausgangsleistung vom Tracking Generator und einer 20 dB Verstärkung minus Verluste des Power Dividers. Also wir bekommen jetzt danach ungefähr 4 dB Verlust, also 15,8 dB verbleiben jetzt noch plus, also ganz eine doch anständige Leistung, um da verschiedene Sachen zu testen. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt mit dem Spektrumanalyzer, mit dem Rotary Attenuator, mit dem Dämpfungsglied, gehe ich jetzt 10 dB nach unten, 20 dB nach unten zum Beispiel. Und jetzt kommen wir auf minus 4, 30 dB, minus 14 und so weiter. Jetzt können wir da sehr schön die Leistung reduzieren und haben da einen wunderbaren Frequenzgenerator, den wir da schön variabel einstellen können. Ein Frequenzgenerator, der funktioniert von bis zu einem oder 2 GHz, ist überhaupt kein Problem. Ist eigentlich eine fantastische Geschichte. Also können das sehr gut Sachen generieren. Was ich jetzt auch noch machen kann, ich kann jetzt hier um 20 dB dämpfen und jetzt gehe ich auf den Signalgenerator, auf den Tracking Generator, den habe ich hier, Tracking Generator, wo ist der hier, TG, Tracking Generator, den habe ich jetzt, den Level ist auf 0 dB hier und jetzt kann ich da auch minus 10 dB eingeben. Genau, und jetzt sieht man hier, oh okay, minus 10 dB. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also vorhin hatte ich, wenn ich da wieder 0 eingebe, keine
Das ist volle Leistung beim Tracking Generator hier. Der kann nicht anders, volle Leistung. Dann habe ich diese 4, 2, 1. Ich gehe jetzt wieder mal auf 0 zurück. Dann habe ich wieder diese 15, 79, 15, 78. Und jetzt dämpfe ich hier. Also minus 10 zum Beispiel. Genau. Habe ich die minus 10 weniger. Wunderbar. Oder minus 20, das ist das 20. Genau. So. Jetzt bin ich wieder bei 0. Also ich habe jetzt minus 20 dB gedämpft vom Tracking Generator. Und jetzt kann ich weiterhin hier wieder noch mehr dämpfen. 10 dB, 20 dB, 30 und so weiter. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also man kann hier mit eigentlich ja, ein bisschen komplizierten Mitteln kann man einen wunderbaren RF-Signalgenerator einrichten, ohne dass man da mehrere tausend Franken ausgeben muss, um dieses Ding zu erhalten. Das ist natürlich nur für Hobbyzwecke geeignet und sicher nicht für hochanspruchsvolle wissenschaftliche Analysen oder Teste. Das ist nicht möglich. Aber immerhin, man kann doch vor allem auch mal Plus-dBs generieren und Minus-dBs bis zu sehr, sehr tiefen Frequenzen, sehr, sehr tiefen dBs, also großen Dämpfungen. Das ist eine ganz gute Sache und vor allem kann man eben den ganzen Frequenzbereich von 0 bis 2 GHz problemlos ausnutzen. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor. Vielleicht ja, muss ich Ihnen noch zeigen, die Kurve. Das ist die, muss die noch ein bisschen einmitten hier. Das wäre eigentlich noch die Kurve des Powerheads. Das heißt, ich habe Voltausgang und diese Voltausgang ergeben mir dann dBs. Also zum Beispiel, da noch ein bisschen schieben. Jawohl, genau. Also wenn ich hier zum Beispiel 1,9 Volt habe, habe ich 0 dB. Bei mir ist die Kurve ein ganz bisschen verschoben, ganz wenig verschoben. Ich bin da ein bisschen parallel dazu. Das Maximum, das ich habe, ist 1,88, aber immerhin. Hier haben wir einen linearen Bereich zwischen 0 dB und, ja, sagen wir mal, minus 50 dB. Mit diesem Powerhead können wir dann vergleichen, ob wir tatsächlich auf dem Spektrumanalyzer mit dem Wattmeter, also mit diesem Powermeter, ob wir da die gleichen Resultate erhalten, und das ist absolut der Fall. Nochmal zurück wieder zum Spektrumanalyzer. Ich muss das da ein bisschen verschieben, sonst sieht man das nicht. Jawohl, hier Spektrumanalyzer zum Beispiel jetzt wieder auf 0 dB, und zwar, weil wir hier minus 20 dB einspeisen. Sehr gut, also 20 dB eingespeisen und effektiv dann 20 dB verstärkt, aber eben ein bisschen Verlust hier, man sieht das, 0,48 dB ist der Verlust, den wir durch den Power Divider generieren. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.